Hallo Leute und willkommen zu meiner 25. Folge Spielmythen. Heute wird richtig gegruselt, denn das heutige Thema geht es um einen Mythos, der richtig im Internet bekannt ist. Und es heißt Sonic.exe. Es gibt auch eine Geschichte dafür und die erzähle ich euch jetzt. Ich bin ein totaler Sonic the Hedgehog-Fan, so wie viele andere. Ich mag die neueren Spiele, aber ich habe nichts gegen die Classics. Ich glaube, ich habe noch nie ein geglitschtes oder gehacktes Spiel gespielt. Allerdings glaube ich nicht, dass ich jemals wieder eins spielen werde, nach der Erfahrung, die ich gemacht hatte. Es begann an einem schönen Sommernachmittag. Ich spielte Sonic Unleashed, bis ich bemerkte, dass der Briefträger kam und etwas in den Briefkasten legte. Ich pausierte mein Spiel, um zu sehen, was ich bekommen hatte. Das einzige, was im Briefkasten lag, war eine CD-Hülle für einen PC und ein Zettel. Ich nahm es mit nach drin. Ich sah mir die Notiz an und bemerkte, dass sie von meinem besten Freund Kyle ist, von dem ich 2 Wochen nichts gehört hatte. Ich wusste das, da ich die Handschrift sofort erkannt habe, aber die irgendwie seltsam aussah. Sie war sehr schlecht geschrieben und teilweise schwer zu lesen, als ob Kyle es schwer gehabt hätte, es aufzuschreiben und es in Eile tat. Da stand: Tom, ich kann nicht mehr. Ich musste es loswerden, bevor es zu spät war, und ich hoffe, dass du das für mich machen könntest. Ich kann nicht. Er ist hinter mir her. Und wenn du diese CD nicht zerstörst, wird er auch hinter dir her sein. Er ist zu schnell für mich. Bitte, Tom, zerstöre diese gottverfluchte CD, bevor er dich findet. Für mich ist es schon zu spät. Zerstöre die CD und du wirst ihn zerstören. Aber mach es schnell, sonst kriegt er dich. Spiele niemals dieses Spiel. Das ist, was er will. Mach es einfach kaputt. Bitte, Kyle. Na, das war schon seltsam. Auch wenn Kyle mein bester Freund ist und ich ihn 2 Wochen nicht gesehen habe, machte ich nicht, was er von mir verlangte. Ich dachte nicht, dass eine einfache Spiel-CD irgendetwas Schlechtes tun könnte. Es ist schließlich nur ein Spiel, oder? Meine Güte, wie konnte ich nur so falsch liegen? Was auch immer, ich sah mir die CD an und sie sah wie eine normale CD-Disc aus. Außer, dass auf ihr mit schwarzem Edding geschrieben stand Sonic.exe. Und das sah nicht wirklich wie Kyles Schrift aus. Was heißen musste, dass er es von jemandem anderen bekommen haben musste. Auf einem Flohmarkt oder auf eBay. Als ich Sonic auf der CD sah, war ich sofort gespannt und wollte es spielen, seit ich ein großer Sonic-Fan bin. Ich ging hoch in mein Zimmer und schaltete den PC ein, legte die CD ein und installierte das Spiel. Als der Startbildschirm auftauchte, bemerkte ich, dass es das erste Sonic-Spiel war und ich dachte mir, super! Denn wie schon vorhin erwähnt, möchte ich auch die älteren Spiele. Das erste, was aus der Reihe tanzte, war, als ich Start drückte. Da war ein Bruchteil einer Sekunde, als sich der Bildschirm in etwas komplett anderes verwandelte. Etwas, was ich jetzt als horrormäßig bezeichnete, bevor der Bildschirm schwarz wurde. Ich erinnere mich daran, wie das Bild aussah in dem Bruchteil der Sekunde. Der Himmel war dunkler, das Titel-Emblem war gerostet und ruiniert. Anstatt Sega 1991 hieß es jetzt Sega 666. Und das Wasser war jetzt rot, wie Blut, nur dass es echt realistisch aussah. Aber das verrückteste Ding war Sonic. Seine Augen waren rabenschwarz und bluteten aus den Augenhöhlen. 2 glühend rohe Punkte und in seinen Augen starrten mich genau an. Und sein Lächeln zog sich bis zum Rand seines Gesichtes. Es war eher verstörend, als ich es sah, aber ich dachte, es war ein Glitch. Und ich kümmerte mich überhaupt nicht darum. Nachdem der Bildschirm schwarz wurde, blieb das noch 10 Sekunden. Dann passierte die nächste seltsame Sache, die Save-File-Auswahl von Sonic 3. Und ich dachte mir, was zur Hölle? Was macht das denn im ersten Sonic-Spiel? Wie dem auch sei. Dann bemerkte ich, dass der Hintergrund der dunkle bewölkte Himmel aus der Bad Stardust Speedway Stage aus Sonic CD war. Und da waren nur 3 Save-Files.
Die Musik war die gruselige Cairns of Winter, Musik aus Earthbound. Nur verlängert und falsch herumgespielt. Und das Bild, auf welches man sieht und welchem Level man ist, war nur ein roter Static Screen bei allen Files. Was mich nervös machte, war die Charakterauswahl. Sie zeigte nur Tails, Knuckles und zu meiner Überraschung Dr. Robotnik. Jetzt war ich mir sicher, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich meine, wie soll man denn in einem Classic-Spiel mit Robotnik spielen können? Das war der Moment, als ich merkte, dass das Spiel nicht geglitscht, sondern gehackt war. Ja, er sah definitiv gehackt aus. Es war wirklich gruselig, aber als schlauer Gamer hatte ich keine Angst. Ich sagte mir, dass es nur ein gehacktes Spiel war und nichts falsch damit sei. Wie auch immer, schüttelte ich das komische Gefühl ab und nahm File 1 und entschied mich dafür für Tails und startete das Spiel. Das Spiel fror für ungefähr 5 Sekunden ein und ich hörte das gruselige, pixelige Lachen, das viel zu sehr nach Kefka von Final Fantasy klang, bevor der Bildschirm wieder schwarz wurde. Er blieb noch 10 Sekunden so. Dann zeigte er das typische Level-Titel-Ding, außer dass die normale Form verschiedener rote Schatten hatte und der Text lautete nur Hill Act 1. Der Bildschirm wurde wieder dunkel und der Titel verschwand und ließ Tails allein in der Green Hill Zone aus Sonic 1 zurück. Die Musik war anders. Es klang wie eine friedliche Melodie, nur rückwärts abgespielt. Ich begann zu spielen und Tails fing an zu rennen, wie er es immer tun würde. Was jedoch ein bisschen komisch war, war die Tatsache, dass da nichts anderes als flacher Untergrund und ein paar Bäume für 5 Minuten waren. Das war der Zeitpunkt, als die friedliche Musik begann, runter in eine langsame, tiefe Lange zu gehen. Plötzlich sah ich etwas und hielt an, um zu sehen, was es war. Es war eins von den kleinen Tieren, tot am Boden liegend und blutend. Tails hatte einen geschockten, traurigen Ausdruck, den ich noch nie gesehen hatte. Und als er weiterging, behielt er diesen Gesichtsausdruck. Ich sah immer mehr tote Tiere und als Tails sich weiter fortbewegte, sah er immer besorgter aus. Wieder wurde die Musik tiefer. Ich war geschockt, als ich sah, wie die Tiere umgekommen waren. Es sah aus, als hätte man es auf eine sehr grausame Art und Weise getan. Ein Eichhörnchen war erhängt an einem Baum. Aus seinem Körper hingen seine Eingeweide raus. Einem Hasen wurden alle 4 Gliedmaßen rausgerissen. Und einer Ente hing ein Auge aus der Augenhöhle und ihr wurde die Kehle durchgeschnitten. Ich fühlte, wie sich mein Magen rumdrehte, als ich dieses Massaker sah. Und so ging es wahrscheinlich auch Tails. Nach einigen Sekunden waren keine Tiere mehr da und die Musik hatte anscheinend aufgehört zu spielen. Aber ich drückte immer noch die rechte Pfeiltaste auf meiner Tastatur, um Tails weiterzutreiben. Ungefähr eine Minute, nachdem die Musik aufgehört hatte zu spielen, rannte Tails einen Hügel hinauf, als er plötzlich stoppte. Zuerst wusste ich nicht warum. Aber dann sah ich Sonic am anderen Ende des Bildschirmes, mit seinem Rücken zu Tails gewandt und geschlossenen Augen. Tails freute sich, Sonic zu sehen, aber sein Lächeln verschwand, denn er bemerkte, dass Sonic ihm nicht antwortete. Er tat fast so, als ob er Tails Anwesenheit total ignorierte. Tails ging langsam auf Sonic zu. Dabei hat er nicht mal eine Taste gedrückt, also musste das eine Cutscene sein. Auf einmal begann ich ein wachsendes Gefühl von Furcht zu spüren, als Tails näher an Sonic ranging, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich fühlte, dass Tails in Gefahr war und irgendetwas Schlimmes passieren würde. Ich hörte lauter werdendes statistisches Rauschen, als Tails nur noch wenige Zentimeter von Sonic entfernt war. Und stoppte, um seine Hand nach Sonic auszustrecken und ihn zu berühren. Dieses vorahnende Gefühl wurde stärker und ich fühlte mich dazu geneigt, Tails zu sagen, dass er da lieber schnell abhauen sollte, als das statistische Rauschen wieder lauter wurde. Plötzlich sah ich für einen kurzen Augenblick, dass Sonic seine Augen offen hatte. Sie waren schwarz, mit den roten Punkten wie im Titelbildschirm. Nur diese Male war da kein Grinsen auf seinem Gesicht. Als das passierte, wurde das Bild schwarz und das Rauschen war weg. Das blieb so für 7 Sekunden
Und dann erschien ein weißer Text. Der folgende Satz war: Hello, do you want to play with me? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich echt Angst. Ich wollte nicht mehr weiterspielen. Aber ich war einfach zu neugierig, als ich zu einem neuen Level gebracht wurde, das jetzt Hide and Seek hieß. Diesmal landete ich in den Angel Island Level von Sonic 3 und alles sah aus, als ob es brennen würde. Tails sah wirklich verängstigt aus. Eigentlich sah er mich direkt an und machte Gesten, so als würde er mir sagen wollen, dass es so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ich glaube, ich fing an verrückt zu werden von diesem Zeug. Ich meine, Tails sagte mir praktisch, dass ich so schnell wie möglich von hier verschwinden sollte. Also drückte ich rechts, so fest wie ich konnte, und ließ ihn so schnell wie er konnte rennen, eine 8-Bit-Version von dieser gruseligen Musik, die man hörte, wenn man Shadow auf der RARK mit Robotnik aus Sonic Advance 2 trifft, spielte ich, als ich Tails durch den kleinen Wald trieb, um ihm zu helfen, zu entkommen. Plötzlich hörte ich wieder diese gruselige Lache. Diese furchtbare Kefka-Lache. Genau nach 10 Sekunden, nachdem ich Tails aus dem Wald half, und dann begann ich Sonic zu sehen, der immer wieder schneller an verschiedenen Stellen des Bildschirms auftauchte, wieder mit diesen schwarz-roten Augen. Die Musik änderte sich zu dieser verhängnisvollen Melodie, wenn man ertrinkt. Sonic kam langsam hinter Tails auf ihn zu, geflogen. Sonic rannte nicht, er flog. Die Position erinnerte mich sehr an die von Metal Sonic aus Sonic CD, wenn er flog. Nur jetzt hatte Sonic das gestörteste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Als würde er die Tortür, die er dem armen kleinen Fuchs antat, genießen und er holte auch immer mehr auf Tails auf. Auf einmal, als Tails stolperte, hörte die Musik auf zu spielen und Sonic verschwand. Tails lag da und weinte für 15 Sekunden. Die Szene war echt traurig. Und ich bemerkte, wie sich einige Tränen in meinen Augenwinkeln bildeten. Und dann erschien Sonic direkt vor Tails und er sah ihn mit Horror in seinem Gesicht auf. Blut trat aus den schwarzen Augen von Sonic und sein Grinsen wurde immer größer, als er auf den eingeschüchterten Fuchs sah. Ich konnte nichts tun, außer zuzusehen. Nur für einen kurzen Moment stürzte sich Sonic auf Tails, bevor der Bildschirm schwarz wurde. Da war ein lautes Schreien, das aber nur 5 Sekunden da war. Es kam wieder Text, nur dieses Mal stand dort: You're too slow. Want to try again? Dies wurde von dieser beschissenen Lache begleitet. Ich war so schockiert über das, was passiert war. Hat Sonic Tails umgebracht? Nein, das konnte er nicht. Er und Tails sind doch eigentlich beste Freunde, oder? Warum tut Sonic ihm das an? Ich schüttelte mich und ich war wieder in der Charakterauswahl. Die Falle mit Tails sah anders aus. Tails war nicht mehr dort, wo er vorher, aber in der Box, wo das statistische Filmen ist. Tails Ausdruck beängstigte mich. Seine Augen waren schwarz und bluteten. Sein oranges Fell war ebenfalls schwarz und sein Gesichtsausdruck war gezeichnet von Qualen. Ich versuchte das zu ignorieren und nahm als nächstes Knuckles. Das Lachen kam erneut. Der Bildschirm wurde wieder schwarz und blieb für 10 Sekunden. Dieses Mal hieß das Level You Can't Run. Ich war wirklich aufgebracht im Moment. Ich konnte nicht wirklich sagen, ob das ein Glitch, ein Hack oder ein echt kranker Scherz war. Oder irgendetwas anderes. Aber trotz meiner Angst darüber, was als nächstes passieren konnte, spielte ich weiter. Das nächste Level sah sehr anders aus. Es hatte den Untergrund der Scrap-Brain-Zone. Aus der Himmel sah so wieder aus dem Hauptmenü aus. Es war der dunkle, rote, bewölkte Himmel. Aber es war die Musik, die mich am meisten beunruhigte. Es klang wie die Geigers Theme aus Earthbound, nachdem man Pogi besiegt hatte. Ich bemerkte auch, dass Knuckles auch verängstigt aussah, genauso wie Tails, aber nicht so sehr eher, als wäre er entnervt. Er sah etwas unsicher aus, so als ob er nicht wüsste, ob er weitergehen sollte oder nicht. Aber ich drückte einfach die rechte Pfeiltaste. Ich rannte den geraden Weg in diesem dunklen Level entlang, und als er das tat, begann der Bildschirm zu flackern, und das rote statistische Flimmern erschien ein paar Mal, als das scheußliche Lachen war wieder da. Dann, nach ein paar Sekunden, bemerkte ich Blutspritzer auf dem Boden.
Ich merkte, dass das Gefühl der Angst wuchs, als ich daran dachte, was Narcos passieren könnte. Er sah angespannt aus, als er den Weg entlang ging, aber ich ließ ihn weitergehen. Plötzlich, als Knuckles ran, erschien Sonic direkt vor ihm, wieder mit diesen schwarzen und roten Augen, und dann erschien das rote Flimmern wieder. Als das Flimmern verschwand, war da nichts auf dem Bildschirm zu sehen, außer dem Text "Found you". Ich hatte mich erschreckt. Sonic hatte Knuckles schon gefunden? Was zur Hölle war los? Die Überleitung war wieder das Flimmern und ich war wieder im Level. Knuckles stand Panik ins Gesicht geschrieben. Allerdings war Sonic nirgendwo zu finden. Und dieses Mal spielte das schrille Gekreische von dem Endboss aus Silent Hill 1. War das so eine Art Bosskampf mit Sonic? Ich betete zu Gott, hoffentlich nicht. Plötzlich stand Sonic hinter Knuckles im schwarzen Rauch. Ich machte, dass Knuckles sich umdreht und Sonic schlug, aber Sonic verschwand im Rauch, bevor ich überhaupt treffen konnte. Wieder dieses grausame Lachen. Sonic tauchte wieder hinter Knuckles auf. Ich wollte wieder zuschlagen, doch Sonic verschwand wieder lachend. Knuckles wurde noch panischer und sogar ich fühlte, dass ich kurz vor dem Durchdrehen war. Sonic spielte praktisch mit uns. Er spielte ein krankes, widerwärtiges, kleines Geisterspiel mit Knuckles und mir. Eine neue Cutscene spielte. Knuckles fiel auf seine Knie und schnappte schmerzhaft nach Luft. Ich konnte ihn verstehen. Sonic machte uns beide verrückt. Und für einen kurzen Moment stürzte sich Sonic wieder auf Knuckles und der Bildschirm wurde wieder schwarz mit dem lauten Schrei, der 3 Sekunden dauerte. Eine neue Nachricht erschien. So many souls to play with, so little time. Would you agree? Was zur Hölle? Was geht hier eigentlich vor? Ich fing an zu glauben. Sonic redete mit mir durch das Spiel. Ich hatte allerdings Angst, dass es wirklich stimmte. Ich war wieder im Hauptmenü und jetzt hatte ich die zweite Falle Knuckles im oberen Kasten. Sein rotes Fell war ein rotes Grau geworden. Von seinen Handschuhen tropfte Blut und seine Augen waren schwarz und bluteten ebenfalls. Er sah traurig aus. Ich dachte, dies waren die echten Figuren in den TV-Schirmen gefangen, aber ich konnte es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Ich schaltete das Spiel aus und nahm mir eine Pause. Ich legte mich schlafen. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan, weil ich einen verstörsteten Albtraum aller Zeiten hatte. Ich war in einem komplett dunklen Raum, obwohl über mir eine Glühbirne hing, die ein wenig Licht spendete. Ich hörte die Schreie von Knuckles und Tails nahe bei mir. Sie sagten solche Sachen wie "Hilf uns!" und "Warum tust du uns das an? Hau ab, bevor er dich auch noch kriegt!" Ihre Schreie verstummten und dann hörte ich Sonic lachen. Sein Lachen, es klang so sehr nach dem Kefka-Lachen. "Es macht Spaß, mit dir zu spielen, Kleiner. Genauso wie mit deinem Freund Kyle, auch wenn er nicht lange durchgehalten hat." Ich hatte Angst und schaute mich nach der Quelle der Stimme um. "Wird nicht lange dauern, bis du dich ihm und all meinen anderen Freunden anschließt." Ich sah ihn auf mich zulaufen. Er schien aus mehreren Richtungen zu kommen. "Du kannst nicht weglaufen, Kleiner. Du bist jetzt in meiner Welt. Genau wie die anderen." Er packte mich an den Schultern und als ich seine schwarz-rot blühenden Augen und sein Grinsen sah, wachte ich mit einem Schreck auf. Nach ein paar Stunden entschied ich mich, das Spiel weiterzuspielen. Ich weiß nicht warum. Aber ich musste wissen, warum das alles geschah. Also schaltete ich den PC ein, öffnete das Spiel und nahm Robotnik als nächstes. Ich fand es immer noch komisch, als Robotnik zu spielen, aber wie auch immer. Der Leveltitel erschien, der dieses Mal einfach nur war, was ich echt seltsam fand. Dieses Mal befand ich mich in einer Art langer Gang. Er sah nicht aus, als wäre es aus einem der Classic Games. Auch wenn es diesen pixeligen Style hatte, der Boden glänzte und da hatte ein Muster wie ein Schachbrett. Die Wände waren ein graues Violett mit animierten Kerzen und deren Licht und einigen Blutspritzen hier und da. Und da war ein roter Vorhang, welcher vom oberen Ende des Bildschirms runterging. Alle 12 Sekunden wehte der Vorhang langsam, aber wenn man das Spiel spielt, kann man es nur schwer erkennen. Die Musik war seltsam ruhig. Ein Klavier spielte eine traurige, jedoch friedliche Melodie. Aber ich wusste es besser, das war das Lied aus Hill Act 1. Nur dieses Mal nicht rückwärts abgespielt. Robotnik sah nicht ganz so nervös aus wie Tails oder Knuckles, aber er hatte einen misstrauischen Ausdruck auf seinem Gesicht,
als wäre er nur ein bisschen paranoid. Er hatte eine kleine Animation, wenn ich ihn einfach ruhig stehen ließ, drehte er seinen Kopf nach links und dann nach rechts, und das mindestens zweimal, bevor er mit den Schultern zuckt, als ob er keinen Plan hätte, wo er war oder was los war. Auch wenn ich Angst hatte, über was als nächstes passieren wird, ließ ich Robotnik weiterlaufen. Er hatte seine normale Animation fürs Rennen, als wir durch den Gang gingen. Ich hielt an, als er vor uns eine lange Treppe erschien. Jetzt war ich nervös. Sogar Robotnik war sich nicht sicher, ob er weitergehen sollte, aber wieder drückte ich einfach weiter. Als sie die Treppe herunterging, bemerkte ich, dass die Wände dunkler und rötlicher geworden sind. Die roten Fackeln waren jetzt blau. Dann waren wir in einem anderen Gang, der länger war als der erste. Und dann kam eine neue Treppe, die wesentlich länger war. Man brauchte mindestens eine Minute, um sich herunterzugehen. Jetzt hörte ich die Kefka-Lache wieder und die Musik wurde leise, bis sie komplett aus war. Die Wände wurden dunkler und die blauen Flammen waren jetzt schwarz. Als Robotnik auf dem dritten Gang war, bemerkte ich, dass er nun wirklich verängstigt war. Allerdings versuchte er, es zu verstecken. Ich konnte ihm nicht übel nehmen. Ich hatte selber riesige Angst. Plötzlich erschien Sonic direkt vor Robotnik, genauso wie es bei Knuckles war, und da war wieder das rote Flimmern, welches für 15 Sekunden anhielt. Dann sah ich ein sehr beunruhigendes Bild. Das Bild war ein hyperrealistischer Sonic, der in der Dunkelheit stand, wo man nur sein Gesicht sehen konnte. Und wenn ich hyperrealistisch sage, das meine ich, dass sein Fell so echt aussah, dass man die Linien ihm sehen konnte, als ob man es fühlen konnte, wenn man den Bildschirm berührt. Und sein Gesicht. Oh Gott, er hatte das schrecklichste Lächeln aller Zeiten. Und das sage ich, nachdem ich das Titelbild gesehen habe. Seine Augen waren groß und schwarz und bluteten wieder. Und da waren zwei kleine glühende Punkte in diesen schwarzen Augen, die genau mich anstarrten. Als ob sie meine Gedanken lesen könnte. Sein Grinsen war groß und dämonisch. Es dehnte sich wirklich von einem Rand zum anderen. Sonic hatte außerdem noch Fangzähne. Sehr scharfe Fangzähne. So ähnlich wie die von Werehog. Etwas gelblich und wie es aussah, hatte er Blut und kleine Fleischstücke an seinen Lippen und seinen Zähnen, als ob er ein Tier oder so gefressen hatte. Ich starrte auf das grausame Bild für etwa 30 Sekunden, konnte meine Augen nicht von ihm abwenden. Es fühlte sich so an, als würde er mich tatsächlich ansehen. Mich anlächeln. Dieses Gesicht brauchte nur 10 Sekunden, um sich für immer in mein Gehirn zu brennen. Der Bildschirm flackerte dreimal mit dem roten Flimmern und beim dritten Mal hörte ich Kefka lachen. Nur dieses Mal war es anderes. Es klang verstörend, sogar dämonisch. Es ging zurück zum Bild, das jetzt einen Text hatte, der etwas zerstört aussah. Aber es war eins der schrecklichsten Dinge, die ich seit Beginn des Spiels gesehen hatte. I am God. Es geschah, als ich das las und auf Sonic schaute. Ich bemerkte es sofort. Dieser Sonic war ein Monster. Ein böses, sadistisches, mächtiges, albtraumhaftiges, wahnsinniges Monster. Und all seine Opfer, eingeschlossen, Tails, Knuckles, Robotnik und möglicherweise Kyle, sind nur seine kleinen Spielzeuge. Und das Spiel war das Tor zu einer chaotischen Albtraumwelt. Seine Opfer waren in seiner Hölle gefangen. Plötzlich schrie ich für einen Moment auf, als Sonic sich auf den Bildschirm stürzte, laut schreiend und mit einem weit aufgerissenen Mund, der unnatürlich lang und nichts als bloße Dunkelheit war, bevor das statistische Flimmern wieder kam. Dieses Mal wesentlich lauter und verstörender, so laut, dass es in meinen Ohren wehtat. Ich schrie und hielt mir die Ohren zu, während das Flimmern für 7 Sekunden anhielt. Dann hörte es auf, und da war nichts. Außer Dunkelheit. Ich starrte also auf den Schirm, und ein letzter Text erschien. Ready for round 2, Tom? Die Kefka-Lache, die jetzt wesentlich klarer war, so als würde Sonic direkt hinter mir stehen, spielte dreimal, während ich den Text verwirrt und geschockt ansah. Ich wurde wieder ins Hauptmenü geworfen. Und nun hatte die dritte Save-File Robotnik in den TV-Bildschirm in denselben gequälten Zustand wie Tails und Knuckles. Robotniks Haut war ein dumpfes Grau, sein Bart war verrutscht und war schwarz. Seine Brille war kaputt und Blut trat aus seinen Augen und er hatte einen toten Ausdruck im Gesicht. Ich sah auf Tails, Knuckles und Robotnik und weinte ein wenig,
Ich bemitleidete sie für die Qualen, welche sie durchstehen mussten. Sie waren für immer gefangen in diesem Spiel, gequält durch diesen schrecklichen Igel, und sie werden es immer sein. Dann schaltete sich der Computer von allein aus. Ich konnte ihn nicht mehr einschalten, egal was ich machte. Ich saß da vielleicht für 25 Sekunden, erschrocken darüber, was passiert war. Sonic war die Verkörperung des Bösen. Er foltert Leute, die sein Spiel spielen, auf mehr als nur einem Weg, und wenn er gelangweilt wird, zieht er dich in sein Spiel, zieht euch wirklich in die Hölle, wo er immer mit dir spielen kann, als seine Spielfigur. Ich bekomme das Spiel nicht aus meinem PC. Ich glaube, es ist dort irgendwie stecken geblieben, aber wenigstens läuft er wieder. Nachdem ich da für 25 Sekunden saß, hörte ich hinter mir eine Stimme wie ein Flüster. Versuche es interessant zu machen, Tom. Ich drehte mich um zu sehen, woher die Stimme kam. Und was ich da sah, ließ mich aufschreien. Saß da, auf meinem Bett, starrte mich an. Ein Sonic-Kuscheltier, lächelnd mit Blutstreifen unter seinen Augen. Ja, Leute, das war Sonic Exe, Spielmythos oder auch anders genannt Creepypasta. Also, diese Creepypasta oder auch die berühmteste, ich finde sie einfach obergeil. Also, ich habe damals das gelesen auf Englisch. Ich konnte auch meinen Augen nicht trauen, was er da geschrieben hat. Also, ich konnte mir schon das in den Kopf vorstellen. Und dann habe ich das auf YouTube geguckt. Und allerdings gibt es ein Spiel zum Download. Ich will euch lieber den Download-Link nicht geben, weil wahrscheinlich haben auch manche von euch Angst. Ja, wer weiß. Aber ja, also richtig heftig, was da passierte. Ich kann euch einen Link zu einem Video schicken, wo ein YouTuber das gespielt hat. Boah, also Leute, diese Creepypasta macht mir auch immer noch Angst. Also, okay, ich habe damals auch so eine gespielt, aber so etwas ist mir nie passiert. Also diese Creepypasta ist richtig geil. Boah, also ich würde wahrscheinlich von diesem Schreck richtig, richtig lange wegkommen. Aber egal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr meine Übersetzung zu der Creepypasta fandet. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, kommentiert meine Videos, schaut meine Let's Plays an und liked sie. Das wird mir richtig helfen und ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr weitere Creepypastas oder Spielemythen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich werde nichts blockieren oder ich werde nicht sagen, das habe ich schon oder so. Okay, wenn ich da einen habe, okay, dann will ich selbstverständlich sagen, okay, das habe ich schon. Schreibt mir irgendwelche Creepypastas, auch von Lavandia Town, von Pokémon, von Sonic, von Legend of Zelda, von weiß ich, von Resident Evil oder so etwas. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich garantiere euch, ich werde alle machen. Alle. Ich gebe euch mein Wort drauf. Ja, das war Sonic Exe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der 26. Folge Spielmythen. Haut rein, Leute!